Das hört sich jetzt etwas makaber an, aber möchten Sie lieber von einem Passagierschiff in den weiten, offenen Pazifik fallen oder von einem Bären angegriffen werden in den Bergen Kamtschatkas? Was es mit diesen existenziellen Momenten auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt heute mit unserem Gast Campino, dem Frontmann der Toten Hosen. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Literaturclub. Ja, was zählt wirklich im Leben und was bleibt? Um diese Fragen kreisen die Bücher, über die wir heute sprechen, und eröffnen ganz verschiedene Perspektiven. Immer aber geht es auch in den Geschichten ums Überleben. Begrüßen Sie sehr herzlich mit mir die Kritikerrunde des heutigen Abends, Elke Heidenreich, Philipp Tingler und unseren Gast Campino, den Sänger der Toten Hosen. Schön, dass Sie da sind. Oh, unser Vorleser ist heute Thomas Saarbacher. Und jetzt kommen wir zu den Büchern der Sendung. Elke Heidenreich, was haben Sie ausgewählt? Ich habe ausgewählt Adriana Altaras, Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Soll ich das irgendwo hinhalten? Da. Ein Buch über eine Frau, die gerade nach 30 Jahren von ihrem Mann verlassen wurde, und eine Tante, die im Altersheim sitzt. Das alles in Corona-Zeit. Die beiden lieben einander, wollen sich trösten, können es aber nicht, weil Corona ist. Philipp Tingler. Ich habe mitgebracht von Douglas Stewart Young Mungo, den David Copperfield aus Glasgow. Campino. Mein Buch, Herbert Clyde Lewis, Gentleman über Bord. Ein Mann im besten Alter stürzt zufällig ins Meer und macht sich da viele, viele Gedanken, wie es weitergeht von da aus. Genau. Und ich habe an das wilde Glauben von Nastassia Martin für die Sendung ausgewählt, eine französische Forscherin, überlebt nur knapp den Angriff eines Bären und schreibt anschließend darüber, was das für Spuren bei ihr hinterlassen hat. Das ist ein Buch über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Ja, und jetzt, bevor wir zu unseren Büchern kommen, kommen wir zu unserem Gast von heute, den wir Ihnen nicht näher vorstellen müssen. Aber hören Sie doch kurz etwas genauer hin. Als Frontmann der bekanntesten Punkband Deutschlands hat er über 40 Jahre auf dem Buckel. Die Energie ist noch da. Campino bleibt authentisch, charismatisch. Und die Toten Hosen, eine der besten Livebands. Als rotzige Punkband begannen sie in den 80er Jahren. Nichts war den Hosen peinlich. Der Durchbruch weit über die Punkszene hinaus kam mit Alex, einem Lied zum Kultroman Clockwork Orange von Anthony Burgess. Mit dem breiten Erfolg verstand sich Campino immer mehr als Autor. Viele seiner über 500 Songs sind Hymnen. Gesellschaftlich mehrheitsfähig. Die Hosen sind kein Punkrock mehr. Alle sagen, dass die Grünen wollen den Linksverkehr. Kommentare zum Zeitgeschehen geben den Toten Hosen Relevanz. Dabei bleibt Campino auf Augenhöhe mit den Fans. Und mit Welten, die er als Jungpunker attackiert hat. Gerade war er, der auch britischer Staatsbürger ist, beim Empfang für Charles III. In Berlin. Fast schon wieder subversiv. Ich möchte nicht. Da war ja eben die Rede davon, dass uns in den 80ern nichts peinlich war. Damit, mit diesem Besuch, habe ich ja bewiesen, dass das heute immer noch so ist. Nein, aber darüber will ich mit Ihnen gar nicht reden. Wobei, Sie waren in den 80ern auch in Zürich, haben ein legendäres Konzert gegeben in der Roten Fabrik. Ja. Und ich vermute, dass das Bild damals von der Schweiz ein ganz anderes für Sie war als heute beispielsweise die Schweiz der Banken und der Bankenkrise. Was war das für eine Schweiz? Ja, zunächst mal
hat Zürich wirklich gebrannt. Und das meine ich im besten Sinne. Das war keine Provinz, hier hinzukommen. Also die waren absolut auf Augenhöhe mit den anderen wichtigen Städten. In Deutschland waren das Düsseldorf, Hamburg, Berlin. Wir waren alle beeinflusst von London, von der Londoner Szene. Und das war immer ein Riesenvergnügen, hier zu sein. Und ich habe auch nie verstanden, warum man gerne so sagte, die Schweiz, das ist sehr kleinbürgerlich, streckenweise. Und ich bin diesen Menschen nie begegnet. Für mich war es hier immer nur wild, gesetzte Häuser und so weiter. Und wir haben eigentlich von Anfang an gedacht, wir haben denselben Humor wie die Leute hier. Wir fühlten uns in der Schweiz immer sensationell gut verstanden. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und ich unterscheide da nicht zwischen dem Bankenviertel und dem Bauerndorf oder so. Es war für uns hier immer gut. Jetzt haben wir es gerade gehört, Sie sind auch britischer Staatsbürger. Ich habe mich gefragt, bei der ganzen Vorbereitung, warum singen Sie eigentlich deutschen Punk und nicht britisch? Also Sie könnten ja, Sie sind ja zweisprachig aufgewachsen, oder? Ja, aber es war vielleicht ein Segen, dass wir in Düsseldorf groß geworden sind. Und dort hat man zwar klar, waren wir alle einer Meinung. Wir sind Geisteskinder der Londoner Punkbewegung. Wir bewundern diese Leute auch, aber wir wollen keine reinen Kopien sein. Wir wollen sprechen für die Menschen, die uns verstehen in unserer Stadt. Mhm. Wir haben ja kaum daran gedacht, dass wir irgendwo mal international spielen würden oder so. Und haben Sie es dann bereut? Da war dann einfach das Gesetz, ja. Wenn du verstanden werden willst, wenn du Lieder von uns für die Leute hier machen willst, dann muss das eben auf Deutsch sein. Und das war letztendlich unsere Existenzberechtigung, wenn man das so sieht. Und ich glaube, gerade Düsseldorf mit Bands wie Kraftwerk, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die Fehlfarben, wir waren da federführend und das war gut. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang als Sohn einer Engländerin, mehrere Geschwister von mir sind in England geboren, ich hätte lieber auf Englisch getextet. Mir fiel das am Anfang schwer. Ich bin über Diskussionen dann damit ins Reine gekommen. Aber ich fand, die deutsche Sprache war sehr sperrig und es ist mir nicht leicht gefallen, die ersten Texte so zu schreiben. Aber nach einer Zeit war das dann selbstverständlich und es gab kein zweites Umdenken mehr. Was fällt Ihnen denn am leichtesten? Also welche Art von Texten über Alkohol, Gewalt, das Kraftvolle oder die gesellschaftspolitischen Themen oder die Liebe? Ja, tatsächlich habe ich in 45 Jahren Musik machen das Rezept immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie man einen Hit schreibt und ich weiß auch nicht, was ich schon weiß, ist, wie man einen Flop schreibt. Da habe ich einfach viel größere Erfahrung darin. Ja? Aber wenn dann mal wieder irgendein Song die Leute trifft, dann ist das was Berührendes. Es gibt ganz selten Momente, wo man denkt, das scheint was zu sein. Oder hier habe ich das Geschenk bekommen, dass mir Zeilen gelungen sind, die werden auch andere begreifen. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt Nur zu Besuch. Das habe ich über meine Mutter geschrieben, kurz nach ihrem Tod. Und das war ein sehr, sehr beliebtes Lied, das auf vielen Beerdigungen gelaufen ist. Ja, aber Tage wie dieser beispielsweise wird ja auch ständig auf Beerdigungen gespielt, oder? Ja, es ist in dem Jahr auch Deutschlands meistgespieltes Beerdigungshochzeit und wahrscheinlich auch Sauflied gewesen. Na, wenigstens. Und Sportfeier-Song, wenn eine Mannschaft irgendwie einen Pokal gewonnen hat. Also es war so ein Allrounder. Genau, multifunktionsfähig. Elke, Sie kennen ja Campino seit über 40 Jahren, seit es die Toten Hosen gibt. Ja. Ich war damals Else Stratmann im Radio und die Toten Hosen kamen auf mich zu und drehten ihr erstes Video. Und die fragten mich, ob ich als Tante der Toten Hosen in diesem Video auftreten würde. Und musste ein Fotoalbum durchblättern mit euren Kinderfotos. Breiti, Wölli, Kuddel, Andi, alle die Kinder und eben Campino. Und musste immer was dazu sagen und sagen, Gott, was waren das nette Jungs und was ist draus geworden? Tote Hosen. Und dadurch haben wir uns kennengelernt und es ist irgendeine Sympathie immer zwischen uns gewesen, auch dadurch, dass ich auch Popshop gemacht habe, eure Platten gespielt habe, auf den Konzerten war. Und dann hat sich irgendwie eingebürgert, dass ich die Tante bin, dann habe ich das auch gerne aufrechterhalten. Und zu Weihnachten haben die mir jahrelang, die Toten Hosen, wunderbare Päckchen geschickt. Ich immer Kekse, weil eine Tante schickt Kekse. Und die haben mir geschickt Gerippe aus Zuckerguss, aufklappbare Weihnachtsbäume. Ich machte das auf, bupp, sprang so eine Plastiktanne raus. Ich habe mich immer wahnsinnig gefreut. Und zu meinen Geburtstagen, die ja dann immer höher wurden, bis zu 80, kam Wein der Marke Weißes Rauschen. Also sie sind mir immer treu geblieben, meine Neffen. Ich habe euch sehr lieb, meine geliebten Neffen. Was ist jetzt Neffen aus ihm geworden? Ja, aber ich muss sagen, es war ja nicht... Aber das er war beim gut König und ich bin ja sowas von stolz. Also es war nicht nur ein Video, es war ja unsere erste
autobiografische Dokumentation. Und du hast also sozusagen uns geholfen, so ein bisschen die Lebensgeschichte der ersten fünf Toten Hosenjahre zu erzählen. Deshalb war uns das sehr wichtig. Und wir fanden die Verbindung zu dir als Ruhrgebietsseele sehr, sehr passend. Ja, und das war so stimmig, dass wir dann gesagt haben, warum soll man uns eine gute Geschichte von der Wahrheit kaputt machen lassen? Die ist jetzt unsere Tante, und sie wird es dementsprechend bleiben. Ich fühle mich auch als eure Tante. Ich fühle mich euch sehr verbunden. Und was ihr ja gar nicht wisst, ist, was er für ein toller Schauspieler ist. Könnt ihr euch erinnern an den Film von Wim Wenders, Palermo-Shooting? Boah, ich war ganz verliebt in dich. Aber eine Tante darf sich in ihren Neffen. Er spielt auch sein eigenes Double, habe ich gehört. Seinen eigenen Doppelgänger. Ja, das stimmt. Ja, das ist erwähnt worden, dass das sehr eindrücklich gewesen sei. Darf ich noch eine ganz kurze Frage zum Schluss stellen? Ich habe mich sehr zurückgehalten, wie es meiner Art entspricht, aber wenn Campino neben mir sitzt, wüsste ich gerne. Es gibt einen fantastischen Film namens With Nail and I, wo jemand sagt, they're selling hippie wigs in Woolworth Man. Das heißt, alles wird irgendwann kommerzialisiert. Und ich würde so gerne wissen, was ist heute Punk? Was ist das, was in 10 Jahren kommerzialisiert werden wird? Ich wusste noch nie, was Punk ist. Deshalb bin ich nicht der richtige Mann, dem man das fragen kann. Die Leute reden immer darüber, dass wir das waren. Ich wusste vielleicht in den 70ern ein bisschen, wie man das definiert. Aber das ganze Ding ist so explodiert. Es gibt Punks, die sind straight edge. Es gibt andere, die denken, es geht nur ums Saufen. Es gibt jede Richtung. Geht es nicht immer um Gegenkultur? Das wäre ja schon wieder irgendwas Ambitioniertes, dass man ganz angestrengt irgendwo gegen ist und sich ständig orientieren muss. Ich glaube, das Magische am Punk war, dass man nicht elitär sein musste. Man brauchte keine Prüfung hinlegen. Wenn man das behauptet hat, dann war das okay. Und die zweite Regel war, mach einfach, was du tun willst und kümmere dich nicht um die Meinung der anderen. Und damit kommt man dann eigentlich schon ganz weit. Und zu deiner Frage, ich glaube, heute würde man die Diskussion um die Gesellschaft in Hip-Hop finden. Da gibt es unheimlich viele gute, wilde Jungs und Mädels. Und die tragen, glaube ich, diesen Punk-Gedanken, den wir damals hatten, ganz gut weiter. Aber es gibt natürlich auch aufregende Jazzbands, auch wieder aufregende Punkbands und so weiter. Und ich glaube, all die, die ihr Ding durchziehen, werden irgendwann anecken und dementsprechend auch das haben, was uns an solchen Leuten reizt. Und da ist ein Label wie Punk oder Rock'n'Roll oder Hip-Hop eigentlich scheißegal. Dann lässt sich das eigentlich auch wunderbar auf die Literatur übertragen. Es gibt dann auch Punk in der Literatur. Absolutely. Und wie? Ich habe mir gerade gedacht, Sie sind ja eigentlich auch Punk. Ich bin super Punk. Weil Sie überall anecken. Mhm. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Jetzt sprechen wir mal über Literatur, weil deswegen sitzen wir auch hier. Das Buch, das Sie mitgebracht haben, Gentleman über Bord, ist eine Neuentdeckung. Der Autor Herbert Clyde Lewis war ein US-amerikanischer Journalist und Drehbuchschreiber. Der war 1948 sogar für den Oscar nominiert für die beste Drehbuchgeschichte. Dieses Buch ist 1937 im Original erschienen und erst jetzt liegt es auf Deutsch übersetzt vor von Klaus Bonn. Eigentlich ist mit dem Titel ja schon recht viel gesagt, Gentleman über Bord. Es geht um einen Mann, um einen Börsenmakler, der Ende der 30er Jahre auf einem Dampfer im Pazifik durch ein blödes Missgeschick ins Wasser fällt. Aber sagen Sie mal ein bisschen mehr dazu. Was hat Sie daran angesprochen? Also ein solches Buch ist mir wirklich noch nie untergekommen, weil die Erzählperspektiven grandios sind, weil es sprachlich auch sehr fein ist. Es geht also um einen Menschen im besten Alter, der eine Lebenskrise kriegt und sich vornimmt, ich fahre mal alleine auf Reisen und versuche mich wieder zu erden. Und das gelingt ihm auch. Und er nimmt sich vor, noch eine letzte Schiffsreise, dann kehre ich heim zu meiner Familie, zu meinem Beruf, zu den beiden Kindern. Und diese Schiffreise hat er sich ausgesucht, weil es sehr schöne Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge zu sehen gibt. Und dann eines schönen Morgens geht er allein an Deck und rutscht dann auf einer Öllache aus und purzelt ins Wasser. Und er hat Glück, das Meer ist recht sanft an dem Tag. Er weiß auch, das geht direkt in seinem Kopf los, dass es eine Gegend ist, wo es keine Haifische gibt. Also er hat eine ganz gute Chance, eine Zeit lang das alles zu überstehen. Und es ist herrlich zu sehen, welche Phasen dieser Mann durchmacht an diesem sehr, sehr langen Tag, der dann auch irgendwann zu Ende gehen wird mit ihm. Mhm. Und er spielt zunächst mal durch, keine Panik kriegen, ich bin gut sportlich dabei, ich halte ein paar Stunden durch und irgendwann wird an Bord sicherlich auffallen, dass ich fehle. Ja, denn der Koch weiß,
in 2 Stunden das Frühstück, da habe ich immer meine Eier und der Koch wird spätestens bemerken, dass dieser Mann seine Eier nicht abholt. Und da gibt es ja noch den kleinen Jungen, der jeden Morgen mit mir da spielt an Deck. Der wird seiner Mama doch sagen, dass ich nicht da bin irgendwie. Und so ist er guter Hoffnung und paddelt vor sich hin, während wir erfahren müssen an Bord, warum der Koch an diesem Morgen mit den 2 Eiern überhaupt nicht beschäftigt ist und wieso der Junge genau heute nicht auftaucht, um mit dem alten Herrn zu spielen. Und insofern geht alles für den Gentleman über Bord fürchterlich schief. Ja. Und so gerät er zwischendurch in Panik, er fängt an aufzugeben, er fängt an zu resümieren im Wasser und gleichzeitig erleben wir dann die Überlegungen der Menschen, als dann endlich festgestellt wird, einer fehlt. Der Captain muss das Boot zurückbeordern, was also bei den Leuten im Kopf vorgeht, die sich nicht vorstellen können, dass es einen Unfall gegeben hat und deshalb schließen, der Mann muss sich umgebracht haben vor Kummer. Ja. Das ist teilweise wirklich köstlich, was sich die Leute zusammen fantasieren. Es ist eine Tragikomödie. Ja, total. Es ist einerseits unglaublich traurig und andererseits muss man auch immer wieder lachen. Und die Banalität des Vorfalls, jemand stolpert über Wasser, ins Wasser, rutscht in eine Öllache aus, die erlaubt das gleich auch nicht, dass ein Buch länger ist als 120 Seiten. Das und ist genau Kapitel. Das, ein ganz profanes Ereignis. Genau. Und trotzdem hat es mich aus den Socken gehauen. Ja, und, mich auch. Also es ist tragisch und komisch. Warum lohnt es sich jetzt, ich meine, das ist jetzt 1937, man denkt sich, meine Güte, eine olle Kamelle, aber warum ist es denn jetzt noch lesenswert? Es ist so elegant, so ein elegantes Buch. Es kommt mit so einer schrecklichen Geschichte, dass einer wirklich im Meer absäuft, so elegant und leicht daher. Er fällt ja nicht nur aus seiner Welt, er fällt aus der Welt. Und es ist auch ein Gesellschaftsporträt. Die Leute, von denen du erzählst, die da an Bord sind, das ist ein Farmer-Ehepaar, ein Missionars-Ehepaar, ja. Sehr spießig. Dann ein Farmer, der sich diese Reise mal gönnt und mal weg will von seinen Kartoffeln. Und das sind alles Menschen, die widerspiegeln, wie die Gesellschaft damals war, von reich bis arm. Und er hat sich für diese Leute nie interessiert. Er ist Börsenmakler, dieser Mr. Standish, so heißt er, der da ins Wasser fällt. Er hat sich nie interessiert für die. Und jetzt ist er mit denen auf engstem Raum, auf dem Schiff zusammen. Und er fängt an, sich für die zu interessieren und sein eigenes Leben, seine eigene Welt fast zu vergessen. Und plötzlich ist er von all dem ausgeschlossen. Er schwimmt in diesem Meer und er denkt, naja, die kommen zurück, jedes Schiff dreht, wenn einer über Bord ist. Da es aber niemand merkt, dass er über Bord ist, dreht auch das Schiff nicht. Und es schnürt einem beim Lesen den Hals zu und gleichzeitig ging es mir wie dir, ich musste immer lachen und denken, wann kriegt er endlich Panik? Er zieht seine Socken aus, was er normalerweise nie tut, seine guten Budapester Schuhe, alles zieht er nach und nach aus, weil er denkt, brauche ich vielleicht nie mehr. Und wir ahnen, er wird es nie mehr brauchen. Seine Brieftasche. Also er trennt sich von seinen Dingen. Und das sind so großartige Bilder, wie das alles von ihm langsam in diesem Ozean wegschwimmt. Ja. Ich bin direkt ein bisschen eifersüchtig. Dieses Buch ist ein Meisterwerk. Ist ich wünschte, ich hätte es mitgebracht. das ist selten. Das ist sehr selten. Es ist keine Zeile zu lang, keine Zeile zu kurz. Es ist genau richtig. Es ist auch wirklich perfekt komponiert. Ja. Elke hat es auch angedeutet, diese Sprachhaltung der distanzierten, ironischen Betrachtung macht es aushaltbar, dass es sowohl sehr, man kann sowohl die Tragik wie auch die Komik aushalten auf diese Weise. Und ich finde das so beachtlich, was der Autor macht mit seiner Figur. Am Anfang, als er ins Wasser fällt, ist es quasi wie seine eigene innere Stimme, die das auch so berichtet. Und ja, was kann ich den Leuten dann erzählen und genau, wie werden sie reagieren? Und dann macht dieser Standish, so, genau, ne? Denke, aber dieser Standish macht ja eine unglaubliche Entwicklung in diesen 17 Stunden durch, die andere Leute in 17 Jahren nicht durchmachen. Er ist ja eine andere Person am Ende dieser Geschichte, während diese Erzählhaltung immer identisch bleibt. Die bleibt immer in diesem Gentleman-Ton, in diesem distanzierten Ton. Und dadurch wird das Ganze so wahnsinnig, paradoxerweise so wahnsinnig berührend. Man wird extrem involviert durch diese Haltung. Und ich finde, das muss man auch mal sagen, eben 1937, das ist, bevor Albert Camus überhaupt den Stift in die Hand genommen hat, haben wir es hier mit einer existenzialistischen Parabel zu tun. Es gibt ja kein besseres Bild für die Geworfenheit des Menschen, als wenn der Mensch plötzlich in den Ozean geworfen wird und dort realisieren muss, alles, was vorher Bedeutung hatte, alles, was wichtig war, ist bedeutungslos und verschwindet buchstäblich. Versinkt buchstäblich.
Ja, und wir ahnen beim Lesen schon früher, als er das in seinem Ozean ahnt, dass dieses Schiff nicht zurückkommt, dass er verloren ist. Und wir sehen hoffen bis zum Schluss, dass es vielleicht doch noch zurückkommt. Wir hoffen bis zum Schluss. Ja, es hat ja die ganze Zeit so, weil es diesen komischen Aspekt hat. Er denkt sich ja dann auch, es ist eine Unverschämtheit, dass Gott mir das zumutet. Am Anfang denkt er das noch. Und später, es ist wirklich der mieseste Trick von allen, dass ich niemanden habe, dem ich diese Geschichte erzählen kann. Aber später lernt er, der Geworfenheit seines Daseins zu begegnen. Ja. Und dann er akzeptiert es. Ändert sich alles. Und es ist auch gesagt worden, es ist so zeitlos auch als gesellschaftliche Parabel. Weil was macht die Gesellschaft? Sie ist indifferent. Weiß zunächst gar nicht, dass er fehlt. Und dann, als sie irgendwann mal nicht mehr übersehen können, dass er weg ist, was machen sie dann? Sie konstruieren sich eine Geschichte, die total absurd ist. Ja. Nämlich, er hat sich umgebracht. Ja. Und es wird ausdrücklich gesagt, er hatte nicht die geringste Neigung, den Halt zu verlieren. So steht es im Buch. Aber die Gesellschaft auf dem Schiff einigt sich einfach auf diese Story. Und damit ist die Sache dann erledigt. Das ist ja auch übertragbar in die Gegenwart 1:1. Das ist grandios. Ja, und das ist eben auch das Tolle, dass es um so Grundlegendes geht, dass es keinen Zeitfilter gibt. Die Geschichte ist, die hätte auch heute geschrieben werden können, mit ganz wenigen Veränderungen drin. Und es ist beim Lesen ja so, dass man immer noch die Angst hat, hoffentlich das ist so großartig, was hier passiert, hoffentlich findet der Autor, hat er den die Stärke, das durchzuhalten und lässt ihn auch absaufen. Ich meine, das ist wirklich so. Man hofft die ganze Zeit, das Schiff kehrt um und man ist ganz erleichtert, dass das nicht stattfindet. Aber man ist auch völlig ergriffen am Ende. Ich finde, es ist so, obwohl es so distanziert, es ist so ergreifend. Ja, es ist ergreifend. Es ist so herzanrührend. Ja. Das ist unfassbar, es ist wirklich ein Meisterwerk. Und das ist natürlich auch so, dass eben diese verschiedenen Perspektiven, die Sie eingangs angesprochen haben, so interessant sind, oder? Weil man springt ja die ganze Zeit zwischen diesem Standish hin und her und auf das Boot. Und so wie die sich im Boot, also auf dem Dampfer einigen darauf, dass es Suizid gewesen sein muss, sagen sie ja auch, diese Frau muss ja eine Schreckschraube sondergleichen gewesen sein, eine fürchterliche Person. Dabei gibt es überhaupt keine Anzeichen. Er hat eine ganz nette Frau, die gesagt hat, wenn du das brauchst, fahr mal. Geh doch, Schätzchen. Genau, gönn dir eine Schiffsreise. Ja. Und die sagen, was muss das für eine Frau sein, wenn der Mann sich so umbringt? Die Missverständnisse und das, worauf man sich dann eigentlich einigt gesellschaftlich, ja, dass es sozusagen für alle möglichst bequem ist, das Schicksal anzunehmen. Das ist ja eigentlich der ganze... Ja. Und die gesamte Bildsprache durch die Wahl dieses Ozeans, der ja irgendwie auch fast ein Charakter in dem Buch ist, dieser total gleichgültige, riesige Ozean. Der ihm auch nichts Böses tut. Nein, der völlig indifferent ist gegenüber diesem immer kümmerlicher werdenden Bündel von Mensch, was da drin treibt. Aber er kann das so virtuos dann eben auch die Eskalation umsetzen in diese Bildhaftigkeit, in dem zuerst geht mal seine Uhr nicht, das ist das Erste, dann verliert er seine Mitgliedskarten für die ganzen schicken New Yorker Clubs und dann verliert er mehr und mehr Sachen, die einfach so absingen. Es ist großartig. Ja, man kann also nichts Schlechtes an dieser kleinen Novelle finden. Das haben wir selten, ne? So, ja. Das haben wir selten, ja. Wir sind dass es jetzt noch mal passiert. Ganz dankbar, weil, vielleicht darf ich mal etwas transparent machen, wie das bei uns so läuft. Ich hatte Campino gefragt, über welches Buch möchten Sie denn in der Sendung sprechen? Und dann schrieb er irgendwie, vielleicht Nastassja Martin an das wilde Glauben. Da habe ich gesagt, oh super, das habe ich vor 2 Jahren gelesen, das ist 2 Jahre alt, da haben wir nie drüber reden können, super Buch, gerne. Dann schickte Elke mir ein Mail und schrieb, Campino muss unbedingt mal Gentleman über Bord lesen, das könnte dem gefallen. Also schickte ich Campino Gentleman über Bord. Er schrieb, ich nehme Gentleman über Bord. Gut. Daraufhin sagte ich, dann nehme ich Nastassja Martin, das wilde Glauben. Das ist so schön. So ist das, der Bazar ist eröffnet. Also an das wilde Glauben ist nämlich auch ein ganz fantastisches Buch. Es erzählt die Geschichte einer französischen Ethnologin, die mit 29 Jahren auf einer ihrer Forschungsreisen in den Bergen der russischen Halbinsel Kamtschatka von einem Bären angefallen wird und fast getötet wird. Sie kann ihm dann ihre Spitzhacke sozusagen noch in den Körper schleudern und er lässt von ihr ab und sie liegt da und wird gerettet. Und dazu hören wir jetzt mal den Anfang dieses Buches in der Übersetzung von Claudia Kallscheuer. Es liest Thomas Sabacher. Bitte schön. Der Bär ist seit ein paar Stunden weg und seitdem warte ich. Ich warte darauf, dass der Nebel sich auflöst. Die Steppe ist rot,
Die Hände sind rot. Das geschwollene, zerrissene Gesicht gleicht sich nicht mehr. Wie in den Zeiten des Mythos herrscht die Ununterschiedenheit. Ich bin diese undeutliche Form, deren Züge in den offenen Breschen des mit Blut und Sekreten verschmierten Gesichts verschwunden sind. Es ist eine Geburt, da es ganz offensichtlich kein Tod ist. Um mich herum liegen blutverklebte braune Fellbüschel über den Boden verstreut und erinnern an den Kampf. Seit 8 Stunden, vielleicht auch länger, hoffe ich, dass der Hubschrauber der russischen Armee den Nebel durchdringen wird, um mich abzuholen. Nach der Flucht des Bären habe ich mein Bein mit dem Riemen meines Rucksacks abgebunden. Und als Nikolai zu mir gestoßen ist, hat er mir geholfen, mein Gesicht zu verbinden. Er hat unsere kostbaren Spirit-Reserven über meinen Kopf ausgeleert und sie sind mir mit den Tränen und dem Blut über die Wangen gelaufen. Dann hat er mich allein gelassen. Er hat mein kleines Feld Alcatel mitgenommen, um von einem hohen Felsen aus den Rettungsdienst anzurufen, wobei er bestimmt an das unsichere Netz, das uralte Telefon, die fernen Antennen dachte, ob das alles funktionieren würde. Denn wir sind von Vulkanen umringt, die noch vor kurzem für unsere Freiheit standen und jetzt von unserer Gefangenschaft künden. Ich höre ihn lange, bevor er in Sicht kommt. Für Nikolai und Lana, die wieder bei mir sind, ist er unhörbar. Er kommt, sage ich. Aber nein, da ist nichts, antworten sie. Nur wir in der endlosen Weite und dem Auf und Ab des Nebels. Doch ein paar Minuten später landet ein aus Sowjetzeiten stammendes oranges Metallungeheuer, um uns diesem Ort zu entreißen. Vielen Dank, Thomas Saarbacher. Ja, also man kann sich vorstellen, was für eine existenzielle Grenzerfahrung das ist, für Nastassja Martin gewesen ist, von diesem Bären angefallen worden zu sein. Und auch, weil sie im Anschluss dann von einem Krankenhaus ins nächste transportiert wird, also in Russland, dann in der Salpêtrière in Paris landet, sich im Spiegel nicht wiedererkennt, weil ihr Gesicht, eben der linke Kiefer, ist vom Bären weggebissen worden. Das ist die Krankheitsgeschichte und jetzt versucht sie, diesem ganzen Erlebnis nachzuspüren. Und das ist aber nicht ein Bericht über das Trauma, was sie erlitten hat, sondern es ist eine Spurensuche nach dieser komischen Metamorphose, die ausgelöst worden ist, nach so einer Art Zwischengefühlswelt, ja, also so einer Liminalität. Sie ist die Ewenen, bei denen sie forscht, das ist das Volk in Kamtschatka, bei denen sie quasi gelebt hat, die sagen zu ihr, sie sei eine Mirtka, also halb Bären, halb Mensch. Und sie versucht jetzt irgendwie für sich herauszufinden, was das eigentlich ist, was das für sie bedeutet, von diesem Bären angefallen worden zu sein. Und das ist aber alles andere als esoterisch oder als kitschig oder irgendwie so ein Selbsterfahrungsbericht, sondern es ist wirklich, eigentlich ist sie ihr eigener Forschungsgegenstand geworden. Sie fanden ja das Buch auch so wahnsinnig faszinierend. Was hat Sie denn daran interessiert? Ja, ich finde es absolut großartig, vor allen Dingen, weil es im Ton nie melodramatisch wird, nie überzogen, sondern sie versucht ja immer wieder sachlich zu beschreiben, was Stand der Dinge ist. Und sie versucht aus ihrer Position raus sich klarzumachen, der Bär ist ja nicht in ihr Revier eingebrochen. Der Bär wollte sie auch nicht umbringen, sondern sie ist zu den Bären gegangen. Und sie hat das in Kauf genommen und sie versucht mit sich selber ins Reine zu kommen, dass dem Bär eben diese Schuld nicht trifft. Und andererseits ist da die Tatsache, dass sie von ihrer alten Gesellschaft, dem alten Umfeld auch als solches nicht mehr wiedererkannt wird und auch immer nur in ein Begegnungsfeld kommt, wo sie bedauert wird, wo alle sofort sagen, ach, wie schrecklich. Und sie spürt also, dass sie auch dieser ihrer Herkunft entrissen ist. Mhm. Und es gibt nichts sich anderes nicht als dieses Verlangen, zurück fühlt, in den Wald, zurück, genau, noch einmal diese Spuren zu finden und eigentlich am besten angenommen zu sein von den Einheimischen dort in den Wäldern, die eben mit der Natur ganz anders umgehen als wir und die das auch akzeptieren, dass solche Unfälle geschehen und die sich mit dieser Natur so arrangiert haben, dass das vielleicht für sie der beste Moment ist, sich dort aufzuhalten, um zu heilen einfach wieder. Und genau, wie gesagt, und trotzdem das Faszinierende romantisiert ist, sie die Natur nicht. Das ist etwas, was mir so gefallen hat, dass der Bär eben trotzdem sie angegriffen hat, dass sie das akzeptiert. Ich finde schon, dass das Buch auch etwas ambivalent
Aspektes hat. Mich interessieren zwei Aspekte an dem Buch, die eigentlich miteinander verbunden sind. Einmal dieser Gegensatz von Identität und Alterität, also dem eigenen und dem anderen, und dann damit verbunden das wilde Denken eigentlich. Das heißt an das wilde Glauben, was noch ein bisschen metaphysischer ist. Aber also das müssen Sie ein bisschen erklären. Ich erkläre das sehr gerne. Sie hat ja auch dieses Motiv, dass eigentlich sie sich selbst ein bisschen auflöst nach dieser Attacke. Also dass die Grenzen ihrer Identität quasi aufgehen, und das erlebt sie als etwas Erweiterndes. Und diese Botschaft finde ich eigentlich auch gerade für unsere Zeit sehr wertvoll, dass man sagt, man kann dadurch gewinnen, dass man nicht immer sich in Begrenztheiten versteht, sondern dass man die Identität als etwas zu Erweiterndes und auch Erweiterungsfähiges betrachtet. Aber dann gibt es eben diesen damit verbundenen Gegensatz von, sie ist ja eigentlich eine Enkelschülerin vom französischen Kulturanthropologen Claude Lévi-Strauss, und der hat dieses Buch geschrieben, Das wilde Denken. Und da geht es um diesen Gegensatz von Rationalität und von einem anderen animistischen, spirituellen Denken. Das ist ihr Forschungsgegenstand. Ja, Forschungsgegenstand, aber jetzt spürt sie auch quasi eine holistische Verbindung mit dieser Wahrnehmung der Welt. Und das finde ich immer ein bisschen zwiespältig. Erstens, weil wir in einer Zeit leben, wo für mein Empfinden die Rationalität immer sowieso schon sehr voreilig abgewertet wird. Und dann, weil es natürlich auch so ist, dass über diese Welterfahrung, die sich auf diesem holistischen Wege erzielen lässt, kann man sich ja nicht wirklich austauschen. Also man kann nicht in einen rationalen Diskurs treten über die Welt, die man auf diese Weise erlebt. Und das sorgt dann wieder dafür, dass jeder in seiner eigenen Konstruktion existiert. Ich finde eben, sie ist sehr rational bei dem, wie sie vorgeht. Mir ist es fast zu rational. Wobei vorgeht? Also wie sie sich selber sozusagen als eigenen Forschungsgegenstand untersucht, das, was ihr passiert ist, was das für ihr weiteres Leben bedeutet. Ich finde sie, also weil sie, wenn sie sagen, dass sie sozusagen die Rationalität aufgibt, die Vernunft aufgibt, also das macht sie. Nein, ich sage nicht, dass sie es aufgibt. Ich sage nur, sie spürt plötzlich dieses Aufgehen, also auch zu diesem Bären hat sie ja, und Campino hat eine gesagt, sie will dem Bären keine Schuld geben, und dann, das ist ja schon das Problem, denn Schuld ist eine Kategorie der Moral, die in der Natur absolut nichts zu suchen hat. Und ich bin immer alarmiert, wenn wir so dahin kommen, dass irgendwelche mystischen, metaphysischen Konzepte auf die Natur übertragen werden. Ja, das verstehe ich. Sie ist eine poetische Wissenschaftlerin. Also sie versucht es poetisch zu erklären. Und es ist ja nicht nur das Aufeinandertreffen Frau Bär, sondern du hast schon das Wort von der Liminität gebraucht, Limes-Grenzen. Das sind Grenzüberschreitungen. Also es ist Mensch-Natur. Es ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Und es ist auch eine sehr komische Grenze drin. Nämlich die Russen bei der ersten Operation, der Kiefer ist weg, der hat den Kiefer mitsamt den Zähnen abgerissen und mitgenommen, der Bär. Die machen ihr eine Metallplatte rein. Als sie später nach Frankreich in die Salpêtrière kommt, sagen die Franzosen, also was die Russen da gemacht haben, und nehmen das alles wieder raus und machen eine Titanplatte rein. Es ist also auch ein Wettkampf zwischen russischen und französischen Ärzten. Und was holt sie sich einen Krankenhauskeim? Was holt sie sich in Frankreich den Krankenhauskeim? Wird ganz krank. Also was also ich auch gut das finde, ist auch so ein Grenzding. Und es ist ein Suchen ja auch. Es ist wie eine Suchbewegung. Das heißt, sie ist ja auch dabei, das Ganze für sich selbst irgendwie zu eruieren mit diesem Buch. Und es ist nicht sehr dezidiert dann in Bezug auf, sie ist nicht fixiert darauf, dass das nun so sei. Sie bleibt ja in dem Sinne beweglich. Das ist ja das Starke an dem Buch, dass sie immer wieder neu ansetzt und immer wieder neu überlegt und so das herausfinden will. Sie hat wirklich ein Interesse daran, was ist da passiert eigentlich? Was hat das mit mir gemacht? Ja, also es bleibt natürlich durchgehend ein Buch der Unruhe. Und sie findet ja nicht zu irgendeiner Lösung. Es ist ein bisschen auch wie das Buch, was du vorgeschlagen hast. Ein Mensch gerät in eine Existenz, in eine Welt, in der er sich nicht auskennt, er sich nicht selber retten kann. Ja, es geht um eine andere Form des Überlebens, oder? Eine neue Form des Lebens, des Überlebens. Ja, ich sage nur, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, der Natur. Wir leben in so Zeiten, die oft so ein bisschen eben obdachlos sind in metaphysischer Beziehung, und dann neigt man dazu, sich der Natur zuzuwenden und plötzlich festzustellen, dass die Bäume sich um ihre Kinder kümmern, und dann später merkt man, das ist alles gar nicht so. Aber das ist ja genau nicht der Fall. Das ist nicht das Thema. Es ist schon der Fall, wenn Sie zum Beispiel die ganze Debatte auch bei der Familie, bei den Evenen, wo sie ist, wo sie sagen, du musst dem Bären verzeihen und so weiter. Der Bär hat keine Intentionalität. Der Vorfall mit diesem Bären, weil sie
hat dann auch Träume über diesen Bären und sagt ja, dieser, ich habe das vorausgesehen, dass der Bär kommt und der Bär hat eine besondere Beziehung. Naja, es wird auch als Kuss geschildert. Dieser, also im Grunde hat der Bär nur sein Revier markiert und das war's. Und ich sage einfach immer, man muss vorsichtig sein. Das sagen Sie jetzt in diesem Verständnis, in diesem Animismus. Nein, es geht ja auch um eine andere Kultur. Es geht ja um diese Kultur, dass alles in der Natur eine Seele hat und atmet. Und das ist eben ein etwas Bedenkliches. Weil ich finde, wir sollten nicht immer vorschnell alles, was mit Rationalität zu tun hat. Moment, es geht gar nicht um uns. Genau, vielen Dank. Es geht gar nicht um uns. Es geht auch um das erzählende Ich in dieser Geschichte. Es geht um einen jungen Mann in Zürich. Es geht um die Evenen, die da in diesem Kamtschatka leben, im Wald, denen die Sowjetunion ihre Rumzieherei und ihren ganzen Bezirk und ihre Lebensart genommen hat. Eigentlich Rentierzüchter, Irgendwo andere Rentierzüchter waren sie eigentlich mal. Und sie hat sie da angesiedelt. Und das ist nicht mal das Gebiet des Bären. Sie ist ihm zufällig begegnet. Auf einmal steht da unerwartet in einer Gegend, in der sie ist, ein Bär. Genau. Und fletscht die Zähne. Und sie fletscht auch die Zähne. Das heißt, sie kämpfen miteinander. Genau. Und da ist nichts poetisch dran. Ja, aber dieser Aspekt der Zufälligkeit, den ich total richtig finde, der wird ja von ihr selbst negiert, indem sie sagt, sie hat das vorher geträumt, sie hat eine Beziehung zu diesem Bären. Wenn man in so einer Gegend ist, kann ja passieren, dass man einem Bären begegnet. Ich würde mal sagen, wer so angegriffen wurde, der träumt dann auch solche Sachen. Nein, vorher. Sie sagt ja, sie hat das vorher gesehen. Sie hat's ich weiß, was Sie meinen. Ich finde es einfach wirklich wichtig zu betonen, dass es genau darum geht. Sie hat sich als Wissenschaftlerin mit 29 Jahren in diesen Volksstamm quasi hineinversetzt, dieses animistische Naturverständnis zu ergründen. Und was passiert? Es wird sozusagen mit der größten Brutalität auf sie zurückgeworfen. Und dann nutzt sie dieses Erlebnis, um sich selber wieder neu zu finden. Und zwar nicht esoterisch. Das hört sich alles so wahnsinnig esoterisch an. Das ist es eben gar nicht, weil es so gut erzählt ist und weil sie auf alles verzichtet, was irgendwie kippen könnte. Das ist ja auch sehr lustig zwischendurch. Also der Titanplatte ist schon sehr komisch. Das ist lustig. Und wo die Krankenschwestern irgendwie in diesem russischen Krankenhaus die tanzen immer. Und die Ärzte... Der Chef auch mit einer. Und, also der fortgesetzte Missbrauch ist jetzt nicht wahnsinnig lustig, oder? Doch, das ist so lustig. Weil sie ist in der schlimmsten Situation und sie merkt einfach, das normale Leben geht weiter. Ich habe das diese verstanden. Ich verstehe das den alles. Eindruck ich will ich nur auch. Sagen, man muss einfach auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer der Natur irgendwas zuschreibt, was vielleicht die Natur gar nicht tatsächlich es enthält. Es wird sie niemals in Zürich einen Bär beißen. Das wissen wir nicht. Ich weiß irgendwie... es ganz sicher, ich verspreche aber hat Ihnen das. Denn, also hat denn die Lektüre auf Sie in irgendeiner Form vielleicht einen anderen Blick vielleicht den Bären. Wirken, also dass sie in dem Sinne unsere ökologische Situation oder irgendwas, was mit der Natur zu tun hat, nochmal anders neu betrachtet haben? Das kam jetzt bei mir als erstes nicht auf, aber ihr Wille, sich zunächst mal, also in diese Gegend zu begeben und eben nicht nur ein Tourist zu sein, sondern das 100% aufzunehmen, Teil der Sache zu werden, auch die Kultur dort besser zu verstehen. Diese ganzen Dinge waren für mich absolut nachvollziehbar und dann eben mit dieser weggerissenen Visage, das Problem, wer bin ich eigentlich selber oder wo gehöre ich hin? Und dass das dann immer changiert zwischen Vernunftserklärungen und dann teilweise auch gerade in solche Erklärungen gehen, philosophisch. Ja. Es hat auch wieder was mit dem Buch zu tun, was du vorgeschlagen hast. Der Mann wird auch in eine existenzielle Krise versetzt, wo er denkt, was mache ich jetzt? Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Er hofft noch. Bei ihr ist es genau dasselbe. Und jede Krise ist ja auch eine Möglichkeit zu was anderem. Dieser Mann gibt nach und nach auf, weil er weiß, er kann niemandem jemals seine Geschichte vom Meer erzählen. Sie gibt nicht auf. Sie weiß, diese Geschichte hat mich was gelehrt und das will ich für mein Leben auch umsetzen. Ja, und ich finde auch jede sozusagen Idee oder Botschaft, die dahin geht, dass man sagt, man sollte mal aufhören, um die eigene Identität immer so enge Grenzen zu ziehen, finde ich sehr gut und wichtig. Das ist der Punkt an dem Buch, das mir absolut gefällt, dass sie sagt, es ist einfach nicht so, dass man sich immer nur an Abgrenzung definieren sollte und könnte. Ja. Was mich so beeindruckt hat, ist genau dieser Impuls, dass sie dann sagt, nach diesem ganzen Erleben, ich muss wieder hin. Und ihrer Mutter sagt, es gibt diese Dringlichkeit, ich muss da wieder hin. Und dann sagt die Mutter contre coeur, naja, dann geh halt, Kind. Und das ist einfach diese Dringlichkeit, die in dem ganzen Versuch steckt,
Das für sich ordnen zu wollen, dieses Erlebnis in ein Narrativ des eigenen Lebens so einzuordnen, dass es auch für eine Forscherin wieder interessant wird, das finde ich wahnsinnig beachtlich, noch dazu für das Alter, ja, Ende 20. Also das ist ja irgendwie 2015 passiert und dann dauert das, ich glaube, irgendwie 4 Jahreszeiten, 3 Jahreszeiten und dann hat sie wie eine neue Auslegeordnung für ihr Leben. Philipp Tingler. Jetzt kommen wir zu dem Buch, das Sie ausgewählt haben. Richtig, wir kommen jetzt zu dem Buch. Young Mango von Douglas Stewart. Douglas Stewart ist ein amerikanisch-schottischer Schriftsteller, der in Glasgow in einem Arbeiterviertel aufgewachsen ist, sehr früh seine alkoholkranke Mutter verloren hat, dann Karriere gemacht hat, als gefragter Modedesigner in New York gearbeitet hat, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. Sein Debüt, Shaggy Bane, erschien vor 3 Jahren und war ein Mega-Bestseller, hat auch den renommierten Booker Prize erhalten. Und sein Zweitling, Young Mango, spielt ebenfalls in einem Arbeiterviertel in Glasgow in den 90er Jahren. Protestanten verprügeln die Katholiken hauen auf die Protestanten ein. Es ist eine Welt voller Gewalt. Im Zentrum steht die Familie von Mango, die Mutter alkoholkrank und meist abwesend, der Vater verstorben, der große Bruder prügelt, wie gesagt, ständig auf die Katholiken ein und vertickt Drogen, die Schwester versucht ein bisschen die Mutter zu ersetzen und mittendrin der fast 16-jährige Mango, der sich in dieser sehr rauen, sehr rohen Welt zurechtfinden muss. Und auch dazu hören wir eine Passage aus dem Roman in der Übersetzung von Sophie Zeitz. Es liest Thomas Sabacher, bitteschön. Ihre Mutter war bestimmt tot. Es war 3 Wochen her, dass die Kinder sie gesehen hatten und Mango konnte sich nur die schlimmsten Szenarien vorstellen. Momo Hamilton war vergewaltigt und dann mit einem Steakmesser ausgeweidet worden, das irgendein Fernfahrer mit Tankstellencoupons gekauft hatte. Er hatte die nackte Leiche verschnürt und ihr die Finger abgehackt, bevor er sie im kalten, brackigen Wasser des Clyde versenkte. Mango folgte seiner Schwester von Zimmer zu Zimmer und beschwor die blutigsten Bilder herauf. Ich weiß, dass sie tot ist. Kann sein, tröstete ihn Jody, oder sie ist bloß wieder auf Sauftour. Aber was, wenn sie tot ist? Jody seufzte. Sieh dich um, das Glück haben wir nicht. Wieder waren die Kinder von der Schule gekommen und die Wohnung war leer und der Kühlschrank noch leerer. Jody sah ihren Bruder an, der vor dem Wohnzimmerfenster auf und ab lief, sich schreckliche Dinge ausmalte, die ihrer Mutter zugestoßen sein könnten und Gründe auflistete, zur Polizei zu gehen. Sie trugen ihre Schuluniformen, die gleichen dunkelblauen Pullover mit weinrot-gold gestreiften Krawatten. Nur dass Mango sich die Krawatte um die Stirn geknotet hatte, wie einen Verband, um das Jucken in seinem Gesicht zu lindern. Sie hat sich schon oft verpisst, sagte Jody. Vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Jody ging zu ihm, bevor er Spurrillen in den Teppich lief. Sie nahm ihn in den Arm, wollte das Flattern in seiner Brust beruhigen. Mango war 1 Jahr jünger, doch er hatte gerade einen Sprung gemacht. Er war zwar ein Spätzünder, aber inzwischen überragte er sie fast um einen Kopf. Jody legte die Wange in seinen Nacken, der glühte. Sie kann jeden Moment wieder durch die Tür spazieren. Ihr kleiner Bruder besaß eine ganz besondere Art von Schönheit. Es war weder die gewöhnliche, markante, etwas grobe Art von Männlichkeit, noch der geschniegelte, übertrieben parfümierte Amateurfußballerstil der Jungs aus ihrem Jahrgang. Mango hatte hohe Wangenknochen und geschwungene Augenbrauen, für die Jody mit ihrem runden Gesicht und der Stupsnase gemordet hätte. Sein Blick war fast scheu, aber seine haselnussbraunen Augen konnten einen in betörender Wärme baden. Und wenn er den Blick abwandte, wünschte man nichts mehr, als dass er noch einmal hersah. Wenn man es schaffte, ihm sein vorsichtiges Lächeln zu entlocken, wurde man reich belohnt. Wer in den Genuss kam, schloss ihn sofort ins Herz. Sein weiches Wuschelhaar löste bei Frauen den Drang aus, ihn zu bemuttern. In seinem Wesen lag eine Sanftheit, die die Mädchen entspannte. Sie wollten ihn zum Haustier machen. Doch genau dieses Zarte war es, das anderen Jungs unangenehm war. Applaus
Danke, Thomas Auerbacher. Ja, also das ist also Mango, ein sehr zarter junger Mann, der sich auch kurz darauf in den Nachbarsjungen James verlieben wird, was extrem heikel ist, weil diese Liebe in dem Milieu, in dem die beiden leben, absolut verboten ist, sanktioniert wird, einfach überhaupt nicht stattfinden darf. Also desolate Zustände von der ersten bis zur letzten Seite. Was hat Sie an dem Buch angesprochen, Philipp Tingler? Ich sage sofort, was mich an dem Buch interessiert hat. Also ich finde das Buch nicht uneingeschränkt super. Das Buch hat Schwächen und ihr werdet mich gleich alle mit diesen Schwächen bombardieren. Ich sehe das schon kommen. Aber ich will mal sagen, was ich daran wirklich interessant finde, das ist nämlich, dass man, und ich bin auch kein Freund, das wissen auch alle, Campino weiß es jetzt, von Identitätstexten jeder Art. Dagegen rede ich hier immer. Aber dieses Buch, was so sehr einzuladen scheint zu einer identitätspolitischen Lektüre, kann man eben, und das finde ich interessant, universell lesen. Ich lese das nicht als irgendwie Romeo und Julian oder ein West Side Story Plot oder was ich sonst alles irgendwo anders gesehen habe. Ich lese das als einen groß angelegten Entwicklungsroman. Das ist eine Coming-of-Age-Story. Mich erinnert das eben wirklich an Charles Dickens und David Copperfield im Besonderen. Das ist die Selbstwertung des Helden gegen mannigfache Widerstände, gegen eine widrige Umwelt, gegen Konventionen. Und jetzt kann man sagen, ja, dann kann man gleich Dickens lesen. Das kann man auch und sollte man auch. Aber die Perspektive ist eben hier nicht ein erzählendes Ich, was zurückblickt. Und auch, es hat auch nicht diese Sentimentalität von Dickens, sondern es ist im autorialen Stil, oft in der sprachlichen Schilderung, sehr hart und sehr schonungslos und sehr unmittelbar. Und dabei für mein Empfinden doch mit Charakteren und Protagonisten ausgestattet, die größtenteils so ambivalent und so komplex sind, dass das hier eben keine moralisierende Traumaplot-Geschichte ist. Und deswegen finde ich das interessant. Ich finde es besser als den hochgelobten, preisgekrönten Vorgänger. Ja, ich mache mich jetzt ganz angreifbar. Ich klappe mich jetzt wirklich mal auf und ihr könnt reinhauen. Ich glaube, dass das ein gutes Buch ist, aber es war mir unerträglich zu lesen. Es hat mich wahrscheinlich in einer Zeit erwischt, wo ich sehr angespannt war und wo meine Nerven wegen vieler Dinge blank lagen. Man hat ja auch eine Lebenssituation, in der man gewisse Bücher liest. Und dieses Buch ist trotz vieler Zärtlichkeiten, wir haben gerade eine der wenigen zärtlichen Stellen gehört zwischen Schwester und Bruder, und auch die Szenen zwischen James und Mango sind von einer großen Zartheit und Innigkeit. Aber von diesem wenigen abgesehen ist das Buch eine solche Orgie von Gewalt, von Bosheit, von Aussichtslosigkeit, von Mord. Da werden Münder aufgeschlitzt von einem Ohrläppchen zum anderen. Da wird auf Finger getreten und beschrieben, wie jeder einzelne Knochen kracht. Dass ich es einfach nicht ertragen habe, dieses Buch zu lesen. Ich habe es immer wieder weggelegt, ich habe 3 Wochen gebraucht. Und habe immer wieder gedacht, ich kann dieses Buch nicht lesen. Das überschwemmt mich mit Gewalt, Überdosis Bosheit, Gewalt. Mit dieser Mutter, mit diesem Elend in diesen Arbeitervierteln. Ich kann mir vorstellen, dass es das alles so gibt. Aber so, wie er das reingedrängt hat, dass man schon weiß, wenn jemand Tauben züchtet, wird diesen Tauben der Hals umgedreht. Das heißt, ich ahne schon auf jeder Seite, das geht auch schief, das geht auch schief. Ich habe es fast nicht ausgehalten, dieses Buch zu lesen. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, es ist ein schlechtes Buch, sondern mich hat es zu einer schlechten Zeit erwischt, wo ich diese massierte Gewalt nicht ertragen konnte. Findest du, dass es ein hoffnungsloses Buch ist? Nein, hoffnungslos ist es nicht, aber weil ja doch Liebe keimt. Aber ja, ich meine, dieser Junge, der so zart ist, der so wunderbar, so innig ist, bringt 2 Menschen um. Ne? Er bringt 2 Menschen um, das darf man auch nicht vergessen, die ihn bedrängen, die ihn missbrauchen, die ihn bedrohen. Aber er hat von seinem großen Bruder gelernt, wie man tötet. Und ich habe es nicht ertragen zu lesen. Ich habe vor Jahren Bret Easton Ellis' American Psycho gelesen. Da haben alle damals drauf rumgehauen auf dem Buch. Ich fand das großartig. Ich fand großartig, und es war auch so brutal, weil ich wusste, diese jungen Börsenmakler, die 20 Jahre alt sind, die den ganzen Tag mit Milliarden handeln, die schlitzen auf dem Nachhauseweg einen Bettler auf, nur mal eben so, weil Leben gar nichts mehr gilt. Das habe ich wegstecken können. Aber dies jetzt, das macht mich so unendlich traurig, wenn ich mir vorstelle, diese toxische Männlichkeit, wie die immer noch aufeinander knallt und wie Jugendliche darin... Dieses Buch ist erbarmungslos. Ja. Und ich bin im Moment in einem Zustand, wo ich so ein Buch nicht ertrage. Wie ging es Ihnen? Ich fand das Buch packend und ich fand es insgesamt sehr, sehr lesenswert.
und gut. Und ich hatte überhaupt kein Problem, die nächsten Kapitel anzugehen, habe mich darauf wirklich gefreut. Aber du kannst es verstehen vielleicht, oder? Ich kann das verstehen. Es ist, das ja ist, schon ist, mit ist, sehr ist starker viel Gewalt Tobak, aber ich finde, starker Tobak. Ja, absolut. Explizit. Aber im Gesamtpaket ist es eben gut. Es hat ja offensichtlich Schwächen. Es hat manchmal Momente, die leicht kitsch wirken, wo es vielleicht um den Ausgleich geschenkt. Geht zur harten ja, Gewalt. Das, und ich kaufe das. Total. Und ich kaufe sogar den Versuch, sagen wir mal, die Sprache der Glasgower da irgendwo unterzubringen den in der Übersetzung. Ich ja ganz gut. Ich mag das ja, ich finde, das ist eigentlich eine elegante Lösung von der Übersetzung. Wie will man denn, das wollte ich gerade sagen, wenn man des Englischen kundig ist, dann sollte man dieses Buch wahrscheinlich auf Englisch lesen, weil da hat jede Stadt noch eine klare Farbe im Akzent und so weiter, und dann ist das teilweise, glaube ich, auch ein großes Vergnügen, ist das ja auch so zu lesen. Ist ja zwischen den Jungs ganz klar, welchen Dialekt die sprechen. Und ja, so, ja, ne? Aber ich finde, das ist halt für eine Übersetzerin ein ganz schwieriges Terrain, und es wäre tödlich gewesen, wenn die jetzt dafür einen wirklich konkreten Dialekt genommen hätte, bayerisch oder sächsisch oder was weiß ich, sondern sie ist da im Ungefähren geblieben. Mhm. Es geht aber völlig in Ordnung, um klar zu machen, dass eben in diesem Milieu die Sprache schlicht ist, rau ist, manchmal aber deshalb doppelt trifft und eben nichts umschreibt. Das fand ich also alles völlig in Ordnung und würde ich jetzt nicht als negativ angreifen. Aber Nicola, war Ihnen das leicht zu lesen? Mutter eines Sohnes? Nee, aber aus anderen Gründen. Mir geht es ein bisschen konträr zu Philipp Tingler. Ich finde, ich sehe die Stärke, aber ich finde, es ist ziemlich misslungen. Also ich sehe auch das Problem mit der Übersetzung dieses Dialekts, aber auch das finde ich misslungen, weil es für mich keinen Echoraum aufmacht. Das ist eine Kunstsprache, die bei mir nichts auslöst, die mir nur zeigt, es ist eine abgeschottete, in sich definierte Gruppe von Menschen, zu denen die anderen keinen Zugang haben und ich auch nicht, weil ich in der Sprache nichts wiederfinde, was bei mir anklingt. Ich finde, es ist, also mich haben die kitschigen Stellen enorm geärgert, mich haben auch die schrägen Bilder enorm geärgert, mich hat das, es ist mir zu grell, es ist mir too much, es sind mir, Sie haben vorhin gesagt, ambivalente Personen, ich sehe ganz viele ganz tolle Personen, also es gibt eine Passage, wo die Nachbarin, die sich immer so ein bisschen auch als Ansprechpartnerin zumindest für die Kinder zur Verfügung stellt, Mrs. Campbell, von ihrem Mann verprügelt wird und die Kinder versuchen, ihr zu helfen. Und der homosexuelle Nachbar von unten, der sowieso wahnsinnig gut in allem ist und so der Schutzengel von allen, der versucht auch zu helfen. Und man merkt in diesem Moment, sie schickt die Kinder wieder weg und sagt, ihr habt keine Ahnung vom Leben, ihr wisst auch, wie das ist, wenn man jemanden liebt, lasst mich in Ruhe mit meinen Problemen. Ihr wisst also nicht, da wie schwer kippt dieser es. Mann genau. arbeitet. Ja, sie nimmt ihn in Schutz, aber auch im Wissen darum, dass er sich komplett falsch verhält, da wird es total ambivalent. Das ist eine super Szene. Ja, aber das findet man auch bei der Mutter, ganz viele, die auch liebevoll versucht zu sein. Ja, es gibt ganz viele Beispiele, die sind gut, aber es gibt mir einfach auch zu viele Beispiele, die mir zu eindimensional und zu schematisch sind. Dass der Junge beispielsweise auch noch künstlerisch veranlagt ist, wahnsinnig zart. Es wird ja immer betont, wie zart er ist und wie zart er ist und dass die Mädchen ihn am liebsten bemuttern wollen und so. Ich meine, Entschuldigung, das finde ich jetzt alles also, ein bisschen sehr... Ich bin sehr, auch wahnsinnig Ich möchte zart. Gerne noch einen Nein, Lieblingssatz... Nein, fang jetzt nicht an Sachen Nein, Moment, vorzulesen. Einen Lieblingssatz. Einen. Sein Haar glänzte wie zu Zuckerwatte gesponnenes Gold. Nein, dann sage ich mal, seine Haut nein. war so, dass ja. man mit einem Löffel okay. hätte hineintauchen Meine Liebe, ich will mal was anderes sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich hier mit euch in der Runde saß. Campino war leider nicht dabei. Und ihr war total begeistert von Herrn Twardoch. Der eine einzige Orgie der Gewalt in einem Buch, was Campino durch einen glücklichen Zufall mitgebracht hat. Hat mich aber nicht so komisch. Mitgenommen ja, wie dieses das Buch. Ist Diese aber, hoffnungslosen Jugendmomente das ist ein schlimmer also als dieser prügelnde Boxer. Ich möchte sagen, dass für meine Begriffe, ich habe es auch ein bisschen bei Campino so gehört, ist die Gewalt jetzt nicht, also für mich ist das Elena Ferrante-Niveau von Gewalt, von milieubedingter Gewalt, was da geschildert wird. Hier? Ja, Elena und ich Ferrante möchte auch, und mich wund, gut, das ist noch gar mal was anderes, aber darüber reden wir dann morgen. Das ich möchte nur noch Eine kurz sagen, also Moment, dass ich diese möchte ganz gerne beim die, Buch bleiben. Ja, ich auch. Diese Gewalt hat, finde ich, zum Teil etwas derart Plakatives,
dass sie auch wieder Distanz inspiriert. Und mich hat das zum Teil wirklich in der Drastik, in Verbindung auch mit dem Tempo der Handlung, mit der Emotionalität und mit den Charakteren, an eine Verismo-Oper erinnert. Das hat was von Puccini. Diese Gewalt wird so platziert, und man kann sich auch mal überlegen, ob das vielleicht bewusst also gemacht ist. Also jetzt muss ich aber ganz kurz, Campino hat wahrscheinlich Abstand am meisten gewinnt. Erfahrung mit Gewalt von uns Vieren, oder? Sie das ist jetzt auch nicht. Das ist ein sehr zweifelhafter Königsqualifikation. Ist das nein, ist das eine Oper oder ist das in dem Sinn wirklich auf die... Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Milieus, in denen es so abgeht. Ich weiß, wir haben selber in den 90ern in Glasgow gespielt, in einem Club, der hieß Barrowlands, und da sind Metalldetektoren davor. Wenn du da reingehst, dann bimmelt es schrecklich, wenn du irgendwas in der Tasche hast, was ein Metall ist. Und es ging natürlich um die Teppichmesser und so weiter, die da regelmäßig eingesammelt wurden, weil jeder da irgendwas hatte. Die Art der Bewaffnung, die Art und Weise, sich kurze Stiche mit diesen Dingern zu geben, das ist... Also teilweise sehr realistisch beschrieben, da weiß der Mann, worüber er redet, hundertprozentig. Und das ist nicht immer schön und man steht dann da und denkt, das will ich nicht oder das gibt's bei uns nicht. Aber natürlich sind das klassische Sachen. Und manchmal liest sich das so eindimensional, weil diese Klicken und diese Gangs eben auch so nach ganz schlichten, doofen Regeln der Ehre und so weiter funktionieren. Und dass es da so einen Druck gibt, dass man zu einer Schlägerei gehen muss, zu der man wirklich nicht hin will und so, das ist alles 100% realistisch. Aber das ist auch eine sehr eindimensionale Definition. Es hat nichts Gewaltpornografisches in der Form. Es ist ja auch eine sehr eindimensionale Definition von Männlichkeit, die da gezeigt wird. Die aber traurigerweise noch in ganz vielen Kreisen, die einfach noch so da ist, die auch ein riesen Gegenpol ist zu anderen Kreisen in unserer Gesellschaft, wo eine Menge Aufklärung schon stattgefunden hat. Also gerade auch das Schwulsein, die als Riesenstrafe, ja, selbst die Jungs in ihren Empfindungen kommen sich selber schäbig vor, weil ihnen das ganze Umfeld etwas anderes vorlebt. Ja, genau. Also das ist noch so. Und trotzdem sorgt diese Liebe dafür, dass eben auch Hoffnung in dem Buch. Bei aller Gewalt, der Junge selber verliert ja nie den Optimismus. Und beim materiellen Elend, das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja nicht nur gewaltvoll, es ist ja auch voller Armut. Ja. Sie sagten gerade pornografische Qualität. Ich habe gesagt, ich finde nicht, dass die Gewalt, also ich finde Gewalt dann problematisch, und das fand ich bei Twardoch, ich erinnere mich jetzt an alles, wenn das so einen pornografischen Aspekt hat. Das heißt, wenn die Gewalt ästhetisiert wird als Selbstzweck. Und ich finde, hier ist die Gewalt einfach Teil dieser großen Welt, die hier entworfen wird. Aber er suhlt sich schon auch drin. Er beschreibt diese Szenen schon auch besonders gründlich und genau, dass uns wirklich kein Blut und kein aufgeschlitzter Leib entgeht. Und das ist irgendwann nicht mehr auszuhalten. Es ist wirklich ein grelles Buch. Ich finde das Cover grell. Ich finde, die Farben sind grell. Es ist nicht fein. Es ist kein zartes Buch. Es hat Passagen, die sind fein. Guckt euch nur das Titelbild an. Ja, genau. Ich finde das Titelbild halt schwierig. Weil das Titelbild hat nichts mit dem Autor nichts zu tun. Aber es passt eigentlich ganz gut zu dieser, die Stimmung ist sehr schematisch und grell und also Oper finde ich, ja, so Melodram. Also bei Puccini kommt überzeichnet sowas nicht vor, ne? Und kalkuliert. Bei Puccini kommt doch andauernd Gewalt vor. Nur in Tosca. Turandot schlägt Köpfe, aber das ist ein Märchen. Das ist ein altes chinesisches Märchen. Ja, ich wollte ja sagen, man kann das auch auf dieser Folie lesen, dass, wenn das einer universellen Betrachtung zugänglich ist, bin ich offen dafür, dass man da auch das Märchenhafte an dieser Geschichte da ist nichts märchenhaft. Das ist so das realistisch, ist halt die Frage, dass wenn mir es elend so wird, Gewalt wenn ich das lese. Aha, weil es so überzeichnet weil ist, dass so man es abstrahieren muss. Naja, es gibt viele Lesarten. Meine war nicht ganz so positiv wie Ihre, aber ich das sehe... Das habe ich gespürt. War ganz leicht zu spüren, also für so eine zarte Seele wie mich. Finden Sie? Fertig gemacht. Ich habe neulich eine Zuschrift bekommen, Frau Steiner würde sich zu wenig einbringen mit ihrer eigenen Meinung. Was, bitte das schön, Herr Tingler. Bitte schön. Der Brief war von mir. Jetzt kommen wir nach diesem, ich finde, echt trostlosen Buch zu einem Buch, was etwas, was etwas Tröstliches hat, nämlich Adriana Alteras Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Sie haben es vorhin gesagt. Die Schauspielerin und Autorin Adriana Alteras erzählt darin von ihrer Großtante, von ihrer Tante. Bei der sie, die in Italien lebt, in einem Altersheim untergebracht ist zu Corona-Zeiten und bei der Adriana Alteras selbst während ihrer Kindheit einige Jahre verbracht hat.
Es ist ein Buch über Liebe, es ist ein Buch über das menschliche Zusammensein, es ist auch eine Geschichte, die vom Überleben handelt, unter anderem. Es ist ein Buch über Einsamkeit Und auch über Einsamkeit, genau. Was ist das für eine komische Tante? Die ist ja sehr eigenwillig, die da geschildert wird. Auch die Adriana ist inzwischen eine komische alte Tante, die ist eine wunderbare Erzählerin. Sie ist bekannt geworden mit Titus Brille, das war ihr erstes Buch. Sie stammt aus einer jüdischen Familie aus Zagreb, die Eltern waren Partisanen, ja. Juden. Noch dazu Kommunisten, also wirklich doppelt, dreifach verfolgt. Und die Tante auch, Tante Jelka, Teta Jele wird sie genannt, Tante Jelka. Und diese Tante Jelka konnte damals fliehen mit einem Italiener, der ihr geholfen hat, aus Jugoslawien raus nach Italien zu kommen. Aus Dankbarkeit hat sie den geheiratet, war aber sehr erleichtert, als er irgendwann starb und sie wieder von ihm befreit war. Und Adriana ist, und in dieser Adriana im Buch können wir die Autorin Adriana Altaras erkennen. Die ist auch Schauspielerin, ist Regisseurin, lebt in Berlin und wurde nach 30 Jahren Ehe und gemeinsamen Kindern von einem Tag auf den anderen von ihrem Mann verlassen und sitzt jetzt in einer großen Berliner Altbauwohnung vor leeren Bücherregalen und denkt, was stelle ich denn da jetzt rein? Und wie geht mein Leben denn jetzt weiter? Und die beiden sind sich sehr nah, weil als kleines Mädchen diese Adriana bei der Tante Jelka in Italien großgezogen wurde, praktisch als deren Tochter, weil die Eltern nicht da waren. Die hängen sehr aneinander und sie würden sich jetzt besuchen und trösten. Und das geht nicht, weil Corona ist, also ein ganz aktuelles Buch. Und die Tante ist 99 und ist in einem Altersheim und registriert das nicht so ganz, sondern sie sagt, wann kann ich denn wieder nach Hause und wo ist denn überhaupt mein Hund? Und ich finde meinen Schlüssel nicht, sie ist leicht verwirrt und sie telefoniert jeden Tag mit dieser einsamen, verlassenen Adriana in Berlin und sagt, ihr seid doch froh, dass dieser Mann weg ist, hast einen Neuanfang, ich war froh, als meiner weg war. Sie versucht, sie durchs Telefon zu trösten und sie hört sehr schlecht, trotzdem legen sie Patiencen am Telefon, also es hat sehr komische Aspekte, aber es ist im Grunde eine Geschichte von zwei sehr einsamen Frauen, die eine stirbt einsam im Heim vor sich hin und die andere muss lernen, mit 60 ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, weil der Mann weg ist und die Kinder weg sind. Und es ist auch ein Stück politische Geschichte, denn was die Tante durchgemacht hat in ihrem Leben, in diesem Zeitalter von Shoah und Holocaust, was die ganze Familie betrifft, das spielt alles mit rein, diese Einsamkeit, dass keine Familie mehr da ist, weil die meisten Familienangehörigen tot sind. Und so hängen diese beiden sehr aneinander, kommen aber wegen Corona nicht mal an Tantes 100. Geburtstag zusammen. Das Ganze ist leicht erzählt, kein literarisches Großwerk, aber eine sympathische, melancholisch-komische Frauengeschichte. Und es redet immer abwechselnd, das noch zum Schluss, genau. Einmal die Tante und einmal die Adriana. Und die Adriana redet sehr überzeugend und die Tante ist etwas konstruiert. Weil genau, sie redet die beiden ja reden eben aus der Ich-Perspektive. Ja. Da muss man erstmal, das muss man erstmal checken. Ja? Also die, zuerst redet die Adriana und dann das Kapitelwechsel und dieselbe, also auch eine Ich-Perspektive ist dann quasi die um Vielfaches ältere Tante. Wie haben Sie das gelesen? Mir hat das Buch sehr gefallen. Ich habe am Anfang Probleme gehabt. Ich musste erst reinkommen und es dauerte ein bisschen. Aber ich finde, es wird zusehends stärker. Und auch die Bilanzen, die gezogen werden am Schluss, die sind da ganz toll. Weil ich doch deine Tante bin, freut mich das besonders. Das hat sie extra ausgewählt. Willst du mich anrufen, wenn ich im Altersheim bin? Also, aber in den ersten Seiten, auf den ersten Seiten, da war es nett, aber auch ein bisschen belanglos. Ja. Gut, das kann aber auch sein, dass erstmal überhaupt die Form des Dialoges, der ganze Style eingeführt werden muss und deshalb ist das in Ordnung. Ja. Und zwischendurch dachte ich, naja, hoffentlich kommt dann noch der große Knall. Der große Knall kam nie, aber, aber es wird intensiver und die Gedanken, vor allen Dingen der Tante, werden zum Schluss hin viel stärker. Und ich weiß, dass es einen letzten Satz gab, ich finde, das ist toll, wie das Buch aufhört. Darf ich da mal reinschauen? Der letzte Satz des Buches war einfach gut. Hoffentlich macht er auch ohne Kontext Sinn. Ach ja, alles ist gut. Ich verzeihe dir Gott. Ja, ist schön. Ja. Das fand ich, ich verzeihe dir Gott. Das ist gut, das stimmt, das habe ich mir auch angestrichen. Also so wird auch mal ein Buch von mir aufhören. Da werde ich darauf verweisen. Mit einem Nicht-Smiley, sondern einem traurigen Gesicht, weil es ist ja ein, wie Sie gesagt haben, ein melancholisches, auch sehr trauriges Buch. Aber auch sehr komisch. Bei aller Leichtigkeit und auch in Belanglosigkeit, sage ich mal. Es geht nicht sehr in die Tiefe, es hat nicht sehr viel Schmerz. Es hat dafür, dass es so eine tiefgreifende Geschichte erzählt, die stellvertretend ist für unser 20. Jahrhundert, finde ich, wirkt es ein bisschen sehr leicht gefällig. Ich sage jetzt auch mal was dazu. Nö, machen Sie doch mal. Es ist ganz anders als Young Mango, oder, Herr Tingler? Ja, und ich teile die Leseerfahrung von Campino. Auf den ersten Seiten ist es ein bisschen belanglos. Ich würde nur sagen, so auf den ersten 230 Seiten ist es ein bisschen belanglos. Und dann hört es auf.
Ich sehe... Es wird halt nicht aufgeschlitzt und nicht vergewaltigt. Sondern es passiert eigentlich im Grunde leider eben wirklich nicht so viel. Ich finde, für das interessante Leben der Tante äußert sich die vor allem in so Kalenderweisheiten und legt Passionsen. Und das Ganze ist schon sehr süßlich. Das ist auch ein bisschen, manchmal kam es mir vor wie so eine Materialsammlung für ein Buch, weil es eben auch ein bisschen inkohärent ist. Es hat auch Kitsch, jede Menge. Es hat so Italien-Kitsch, jede Menge. Die Tante sitzt ja in Italien, in diesem Altersheim. Und es ist irgendwie wie so ein Stück Tiefkühltorte. Es ist so zu süß und ein bisschen pappig. Und nach dem Konsum denkt man eigentlich, es hätte nicht sein müssen. Und ich finde immer, das nur kurz zum Schluss, für mich ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, ist unfreiwillige Komik. Und nachdem wir nun also dauernd mehr oder weniger subtil hören, was für eine Grandezza und Eleganz diese Tante hat, kommt dann irgendwann der Satz, und heute fahre ich den Opel Agila von meiner Tante, ein Raumwunder. Und dann denke ich so, hat das jemand lektoriert? Könnte die Person vielleicht mal schreiben? Was ist schlimm an dem Satz? Ich finde, dieser Satz ist ein Raumwunder, verstörend. Schönes, großes, altes also, Auto. Der ganze Satz ist irgendwie sehr seltsam. Was haben Sie über Ihre Tante Kitty schon für Sätze gesagt? Kein Opel Agila. Aber nicht also ich finde, das ist irgendwie wie ein bisschen verschenkt. Dieses Verhältnis hätte so interessant sein können. Ich finde auch diese Erzählstimmen, das sind eigentlich, es ist immer nur eine Stimme und das ist wirklich nicht ausgearbeitet. Man merkt sehr stark, dass es eine fiktionalisierte, der Tante irgendwie als inneren Monolog eingeimpfte Sache ist. Und das wirkt so gekünstelt. Das stimmt, das ist nicht ganz geglückt, das stimmt. Weil es einfach auch nichts, dieser Tante auch, es macht die Tante noch mal irgendwie belangloser als Person, weil die immer nur so Gedanken hat wie, wo habe ich jetzt mein Portemonnaie hingelegt oder ich werde beklaut. Ja, aber die Tante aber ist es vielleicht, das, was Sie gesagt haben, auf der einen Seite stimmt, das ist es vielleicht einfach noch nicht sorgfältig genug gearbeitet, weil es gibt auch ganz wunderbare Sätze. Ja, das wäre doch schön, wenn es sorgfältig Sorgen, gearbeitet Gründe wäre, folgen. Oder? Ja, aber dann, da verliebt wünscht man dieses sich Buch. Doch. Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, es gibt Momente, da ist dieses Stück Kuchen aus dem Kühlschrank das Beste der Welt. Ja. Mitten in der Nacht, wenn man nach Hause kommt. Genau. Und zwar noch gefroren. Ja. Aber immer nur vorher. Dann einfach nur einen Schnaps drauf und dann passt es wieder. Und nachher kommt die Reue. Nein, was ich damit sagen will, ist, es kommt ja immer darauf an, worauf man sich konzentriert. Natürlich hat das kitschige Sachen und es geht in die Klischees. Und trotzdem ist es auch ein Versuch, so liebevoll zu beschreiben, was eine Demenz mal mit sich bringt. Ja. Und das ist was teilweise sehr Persönliches. Sie baut da Sachen ein, die garantiert in Gesprächen teilweise so waren. Ja. Und da kann man durchaus manchmal auch laut lachen, was am Telefon an Missverständnissen ist. Diese Liebe zwischen den beiden rührt mich auch so an. Diese beiden einsamen Frauen, die da jetzt sitzen und so sehr zueinander wollen und nicht können. Und das zeigt mir auch diese beschissene Zeit, die wir alle hinter uns haben. Und im Grunde geht's, wo Liebe nur am Telefon stattfinden konnte. Und im Grunde geht es ja vor allen Dingen auch darum, da ist eine 60-Jährige, die sich alt vorkommt und denkt, alles ist zu Ende. Und die muntere Tante. Und steht durchaus noch voll im Leben und da ist hier eine Person, die ist 40 Jahre älter und muss ihr die Tipps geben und ist teilweise frischer und lebensmutiger. Und das ist doch das Spannende. Warte, und was mit uns beiden noch passiert, mein Neffe. Ja, ich finde es immer da besonders, also es hat mich eigentlich am meisten dort interessiert, wo sie tatsächlich auch mal ein bisschen Distanz zu dieser Figur der Tante einnimmt und ein bisschen Kritik übt. Zum Beispiel, wo sie über den Ehemann redet, über den die Tante eigentlich immer nur die Nase gerümpft hat, nachdem der nun gestorben ist, auch immer noch. Und dann irgendwann sagt sie so, ja, und plötzlich begriff ich, sie muss über den die Nase rümpfen, sonst wäre ihr ganzes Leben von dieser Fehlentscheidung ruiniert gewesen, den überhaupt zu heiraten. Und da finde ich es interessant. Aber für mich sind das ganz seltene Momente, wo sie sich wirklich auch mal ein bisschen mit psychologischer Finesse dieser Tante nähert. Aber mir hat es einfach gut getan nach dieser Orgie von Männlichkeit, diese beiden Tanten. Also Sie haben es dann tatsächlich nach Yang Yango gelesen. Ja, vielleicht das spielt sollte man vielleicht das im eine Pack große verkaufen. Rolle. Genau, vielleicht müssen wir das nehmen. Das wäre doch eine gute Idee. Das nächste Mal müssen wir sozusagen die Reihenfolge der Bücher auch so vielleicht noch festlegen, dass wir sagen, und wenn wir dann über Yang Mango gesprochen haben, sprechen wir noch über Adriana Alteras, weil das noch ein bisschen was, ich finde, das hat was Tröstliches, dieses Aber Buch. Wisst ihr, was doch wieder schön ist, was diese Runde wieder zeigt, was alles möglich ist in Büchern und wie man sich trösten kann,
erregen kann, erstaunen kann. Diese beiden ersten, die so sehr existenzialistisch sind, eben noch vor Camus, das hatte ich gar nicht bedacht, wie existenzialistisch dieses Buch ist. Und dann diese Gewalt in diesen Vorstädten und dann plötzlich diese feine Tante in Italien mit ihrem Schlüssel und ihrem guten Porzellan. Was alles Opel. Möglich ist. Welche Welten wir durch die Literatur kennenlernen können. Und wie also wer nicht liest, ist doch wirklich arm dran, oder? Ja, das ist nicht. So ein schönes Schlusswort. Aber wollte gar kein schon, Schlusswort nein, machen. Aber ich dachte wirklich am Anfang dieses Überleben, oder? Sie sind so unterschiedlich, aber es geht auch bei Young Mango geht es darum, in einer Welt zu überleben, ja. die wirklich alle rabiat in allen genau. vier Büchern geht und ums ganz überleben. Unterschiedlich es geht immer ums vom überleben. Ton. Ach, es geht auch Philipp hier in dieser Tingler, Runde ums Überleben. Auch hier für Sie vor allem. Ja, für mich. Jetzt kommen wir. Wie darf ich das verstehen? Jetzt kommen wir zu den Buchtipps. Also mein Buchtipp ist ein Buch, das ist 1955 zum ersten Mal erschienen und heißt Der ewige Brunnen und ist eine Anthologie von deutschsprachigen Gedichten durch 12 Jahrhunderte. Und das kriegte ich 1955 geschenkt, da war ich 12 Jahre alt. Und da sind Gedichte drin, Kindergedichte, Kirchenlieder, Zaubersprüche. Ja, das ist nicht das. Und das ist... Sie reden ein über ein ganz anderes Buch. Das wurde nach 50 Jahren, also 2005, überarbeitet von Albert von Schirnding. Da flogen dann der ganze Nazi-Schwulst raus, der noch drin war, auch so langweilige, endlos Balladen, zu viele Balladen. Und es wurde erneuert und gemacht. Und jetzt ist der ewige Brunnen nach 70 Jahren von Dirk von Petersdorf, das ist ein Germanist, der in Jena an der Uni lehrt, ein Literaturwissenschaftler, neu bearbeitet. Ein Drittel flog raus. Es sind ganz viele Frauen drin, die es damals einfach noch gar nicht gab. 55, also gab oder sie, noch nicht entdeckt. Wurden, genau. Man hat sie noch nicht entdeckt. Else Lasker-Schüler, Ingeborg Bachmann, Mascha Kalecko, Christine Lavand, die sind alle jetzt drin. Und der ewige Brunnen ist jetzt ein hochaktuelles Hausbuch mit auch Texten von Pop. Sängern, ich weiß jetzt gar nicht, ob du drin stehst, ich glaube nicht. Aber Sven Regener. Ja, Manno, dann lese ich das. Eisgekühlter Bommerlunder hat sich noch nicht durchgesetzt. Da müssen Sie noch ein bisschen texten. Ich habe gesehen, Udo Lindenberg ist drin. Sven Bommerlunder Regener, muss doch drin sein. Bommerlunder ist sicher drin. Sven Regener ist drin. Also er hat begriffen, dass auch Schlager Texte haben, die reingehören. Es ist ein Gedichtbuch, 1200 Seiten, witzigerweise auch 1200 Gedichte, wobei einige natürlich viel länger sind und einige ganz kurz. Und das ist aufgeteilt in Kapitel Trauer, Schmerz, Krieg, Alter, Verlust, Jahreszeiten. Die ganzen schönen Eichendorf sind drin. Alles, was wir suchen, ist in diesem Buch. Darf ich ein albernes vorlesen? Ja. Nein? Ein kurzes. Ein kurzes albernes. Weil es sind auch alberne drin, damit keiner Angst hat und sagt, huch, Gedichte verstehe ich nicht. Versteht jeder. Von Robert Gernhardt. Eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Stundenlang hielt er den Mund und er schwieg, nicht ohne Grund. Ihm fiel absolut nichts ein, drum ließ er das Sprechen sein. Erst als man zum Essen rief, wurde er wieder kreativ und er sprach die schönen Worte, gibt es hinterher noch Torte? Der ewige Brunnen. Das passt wunderbar zu Philipp Tingler, der ja über Kant promoviert wurde und jetzt die Torte ins Spiel gebracht hat. Jetzt hat Elke so lange geredet, dass sie sehr kurz okay, den Kipp dann bin ich super schnell. Noch jemand ist aufgetaucht aus dem Ozean der Zeit, Julius Meyer-Gräfe. Kunst, Kulissen, Ketzereien habe ich mitgebracht. Ein Mann des späten 19. Jahrhunderts, Schriftsteller, aber dann unglaublich populär als Kunstkritiker. Dann ewig vergessen. Jetzt zum Glück vom Nimbus Verlag sind seine Feuilletons und Kunstbetrachtungen liegen wieder vor. Mich hat das inspiriert, weil es auch für mich immer Anlass gab, nachzudenken, was macht eigentlich Kritik aus? Was ist Kritik? Und man merkt hier sehr deutlich, Kritik ist eben kein Anhängsel an irgendeine andere Kunst, sondern eine Kunstform an sich. Das hier ist immer pointiert, immer gesellschaftsbezogen und in diesem Sinne auch zeitlos. Ich habe den schönen Satz hier gelesen, jede Gesellschaft hat die Form des Protestes, die sie verdient. Aha. So, jetzt Campino, was empfehlen ja, Sie? Ja, mein Tipp, Stepan Twardoch, der Boxer. Ich habe das von einem Freund zugeschickt bekommen, der sagte, lies das, danach ist alles anders. Ich habe es gelesen und meine erste Entscheidung war, ebenfalls 10 Bücher davon zu bestellen, um es wiederum meinen Freunden zuzuschicken. Es ist ein Buch, was man einfach leidenschaftlich verschlingt. Es geht um einen Boxer in Warschau der 30er Jahre, jüdisches Rotlichtmilieu.
Bandenkriege und so weiter, sicherlich auch eine gewisse Brutalität, aber grundsätzlich einfach nur ein Lebensroman, eine ganz tolle Geschichte, die einen mit und wegreißt und voll in diese Zeit mit reinschleudert. Und man kann sich das alles so unglaublich gut vorstellen, dass man traurig ist, sobald sich die letzten Seiten nähern, weil man einfach nicht möchte, dass die Geschichte aufhört. Das klingt gut. Ich habe ein zeitgenössisches Buch mitgebracht, ein Debüt. Irina Kilimnik, Sommer in Odessa. Ich glaube, Sie haben es auch gelesen. Ich kenne es auch, ja. Genau, es ist ein Familienroman, eigentlich ein klassischer Familienroman. Eine junge Medizinstudentin lebt in Odessa im Jahr 2014, studiert Medizin, will eigentlich nicht richtig, lebt in einem Haushalt mit lauter Frauen und ganz oben der Opa, der alle terrorisiert und wie ein Despot alle Fäden in der Hand hält. Es ist ein Buch über Freundschaft, über Liebe, über Familie, in allen möglichen Konflikten auch. Es ist aber eben auch ein Buch, was in einem Jahr spielt, als Odessa noch eine ganz andere Stadt war, als sie heute ist. Und insofern ist es auch eine Liebeserklärung an eine Stadt, die es so nicht wieder geben wird. Also sehr lesenswert. Ich danke der Runde für diesen sehr anregenden Abend. Elke Heidenreich, Philipp Tingler und Campino. Schön, dass Sie da waren. Gerne. Thomas Sabacher, danke ich für die Lesungen und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am 23. Mai. Dann begrüße ich als Gastkritiker den Schweizer Schauspieler Robert Hungerbühler. Und wie immer entlassen wir Sie in die Nacht mit einem Gedicht. Unser Vorleser hat das letzte Wort. Und natürlich nehmen wir ein Gedicht aus dem Ewigen Brunnen von dem Herausgeber Dirk von Petersdorf. Genau, herzlichen Dank. Thomas Sabach, bitteschön. Zauberwürfel. Ein hohes Sausen kommt durch die Jahrzehnte, das sind die Waschmaschinen der WGs. Und dort, Susanne, die am Kleinbus lehnte, mit diesem Follow-me-Appell, ich seh's. Riech auch die Suhrkamp-Bücher im Regal, in denen irgendwo die Wahrheit döste. Den Zauberwürfel drehen 100 Mal, fühlst du nicht auch, wie man ihn immer löste, in schnellen, traumhaft sicheren Prozessen? Ich fühl's. Nur wie das ging, habe ich vergessen.